Manuelsen packt einen Hater, der ihn seit Wochen in den DMs beleidigt und hat für ihn die passende Strafe. Wie der Ruhrpotter Rapper in seinem neuesten Livestream erzählt, gab es einen Jungen, der ihn immer wieder nicht so freundliche Nachrichten geschrieben hat. Als Manuelsen herausfindet, wer das ist, lockt er ihn in die Falle und lässt ihn alle Toiletten putzen. Wie es dazu kam, blende ich euch gleich ein. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Manuelsen mit solchen Leuten zu tun hat. Immer wieder erlauben sich ein paar Menschen aus der Community zu viel. Und der Ruhrpotter Rapper warnt genau diese Menschen. Oft wollen sie nicht hören, doch sollten sie auf ihn treffen, könnte es nicht so nett ausgehen. Auf Instagram postet er ziemlich oft, was für Nachrichten er bekommt. Meistens wegen seiner Hautfarbe. Sie lernen einfach nicht dazu. Diese Geschichte sollte den meisten eine Lehre sein. Übrigens, diese Geschichte ist noch aus den Facebook-Zeiten. Trotzdem hat sich irgendwie daran nichts geändert. Denn aktuell passieren solche Sachen immer noch. Hier, schaut es euch an. Junge, überall Stories. Ja, ich kann. Ich schwöre. Komm, red mit meinen Sachen. Flughafen, red doch mit Flughafen. Ja, die kennt doch jeder. Welche gibt's noch? Hm? Die mit im Café. Ah, ihr Café. Mal. Was für Geschichten, Luca? Mal, Jay Sandberg kommt mit Heli Gilone. قام فات كده عم تأخر من الرجيلة قمت طلعت فيه قمت طلعت يا 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 guck mal Talla gab es eine Sache damals auf das war noch Facebook war das okay ein Account seit Wochen der schreibt mir du sag das nicht hier oder? Okay der schreibt mir nur so ich so wer ist das Ich gehe auf seinen Account und meine so, wer ist das? Ich guck so, jetzt kommt's. Ich guck, der Junge kommt aus Mülheim auch noch. Aus Mülheim und du machst mit mir so? So? Ich so, warte ab, warte. Ich guck, Freundesliste, dies, das, tralala, wen finde ich? Ich finde einen Kollegen von mir, der mit ihm befreundet ist. Ich sag immer zu, dieser Junge, der hat mir so und so geschrieben, ich will, dass er ins Café Simo kommt. Okay? In Casanova. Casanova, genau. Der soll ins Café Casanova kommen. Okay? Der so, Hallas, ich bring den. Aber bitte tu mir einen Gefallen, sagt der Junge, schlag den nicht. Ne? Ist okay. Ich gebe dir mein Wort, aber der muss kommen. Okay? Sag ihn aber nicht. So, jetzt sitze ich da am Kartenspielen. Ich fahre am Kartenspielen. Und der Junge kommt rein mit dem, und der Junge kommt mit dem Typen, der mir das geschrieben hat, seit Wochen kommt er rein. Der Typ, der mir das geschrieben hat, der tut so auf, okay, Manuel ist hier, aber der weiß eh nicht, dass ich das bin. Alles, okay, gut, alles klar. Der setzt sich hin, mit Dach in Agile, der raucht Pfeife. Und der Kollege sagt, komm, wir setzen uns bei denen an den Tisch. Also, ja, da, wo ich am Kartenspielen bin. Jetzt sitzt der Junge genau neben mir. Ich bin am Spielen, tak, 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 und der Junge sitzt genau da. Der ist am Pfeifen rauchen, der ist am Rauchen, ich so, warte. Wir spielen ein bisschen locker. Ich sag, ey, na und, alles klar? Der sagt, ja, alles klar, gut. Und bei dir, ich so, ey, dicker Weinig, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Der so, ja. Ich mach so klick, klick, Handy auf, tak, ich zeig dir die Screenshots. So. Du hast dieses Handy aufgemacht? Aufgemacht, der legt dann einfach so neben. Einfach so vor seine Nase. Vor seine Nase. Und weitergespielt. Und der Manu. Ich spiel so weiter. Der Junge guckt so, der so, ich so, schon halt. Ich spiel weiter. So, gib mal dies, das. Ich meine so, was ist das? Der so, der ist fast unmächtig geworden, Haram. Der macht so, ich so, hör mal zu. Guck mal, ich meine so, guck mal, lass mich dich nicht in diesem Café hier. Ne? Ich möchte eine Sache von dir wissen. Ich so, warum machst du das? Ich sag, warum machst du das? Der so. Das war nur Spaß. Ich so, Spaß? Dann ich werd wütend. Ich so, Spaß? Du hast mich einen Monat lang schreibst du mir das. Warum? Für was? Habe ich dir was getan? Habe ich dir Geld geklaut? Habe ich deine Familie beleidigt? Habe ich irgendwas gemacht? Kennst du mich? Haben wir was miteinander zu tun? Warum machst du das? Der meint so, es tut mir leid. Ich meine, es tut dir leid.
Guck mal, normalerweise hättest du Schläge kriegen müssen, ich sag dir direkt vom Ende. Aber ich habe was Besseres für dich. Ja, so, was denn, was denn? Ich so, da. Samuel ist so da. Komm mal mit. Ich sag zu dem, wer ist da? Zu dem Kellner damals, das war Apache, so ein Kurde. Ich so, Apache, komm mal kurz, ich nehme ihn runter, bring ihn in die Toilette und drückt ihm einen Besen in die Hand, Handschuhe in die Hand, Spülmittel in die Hand. Ich sag so, mein Freund, du wirst hier unten aus der Toilette nicht rauskommen, bis du alle Toiletten geputzt hast. Alle Toiletten wirst du putzen. Der so, ey, meinst du das jetzt ernst? Nee, genau, ein Bug. Ich meine, was sofort. Mach das nicht, okay. Jetzt ist der. Verdammt, der war eine Dreiviertelstunde unten, der hat alle Toiletten geputzt. Dann kam der hoch. Dann kam der hoch. Aber guck mal, guck mal. Ich bin hart, aber fair. Der kam hoch. Der so, ich bin fertig. Ich meine so, bist du fertig? Der so, ja, hast du alles gemacht? Ich so, okay, ich gehe runter, ich guck. Gut, 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 gut. Hat alles sauber, alles war blitzblank. Toilettenpapier neu aufgefüllt, Spender aufgefüllt, dies, das. Ist so, okay. Ich meine, Dankeschön, Dankeschön. Selcuk. Ich so, guck mal. Dafür, dass du das jetzt gemacht hast, ist unsere Sache beglichen. Okay? Setz dich hier hin, ess was, trink was, spiel Karten. Voila, und keiner hier im Café soll dich auslachen. Sage ich extra laut. Keiner soll dich auslachen. Du bist noch ein jüngerer Kerl. Du hast einen Fehler gemacht. Und das war deine Strafe. Hoffentlich lernst du. Mach sowas nicht mehr. Er meint, ich habe verstanden und ich mache das auch nicht mehr und dies und das. Ist das Hack oder ist es nicht Hack gewesen? Eins in den Chat für Hack oder nicht Hack. Ist korrekt. Ist korrekt. Siehst du? Ist korrekt. So. Ich finde, das ist zwar eine sehr primitive Art und Weise gewesen. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr die Aktion von Manuelsen und glaubt ihr, dass diese Person daraus gelernt hat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.